So, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, Video, wie auch immer. Oh, mein Kind, das leuchtet so schön. Ich werde richtig ausgelacht. Ich habe nur meinen Pulli geschnuppert, aber noch fresh ist. Und dann war da eine Wespe drin, die mein Kind gestochen hat. Wo fahren wir genau hin? Berlin, Hauptstadt. Und was gibt's da? Was cool ist? Was für meine Haare. Was für die fresche Frisur. Und ich mach euch was. Und Amelie macht uns die Frisur. Ich hoffe, das klappt alles so, wie wir uns das vorstellen. Wir fahren jetzt erstmal am Biegen, ne? Möchtest du noch was sagen? Nein. Nee, das reicht auch, ne? Wirklich, bist du über meine Zaubertrickserie erfahrt? Super. Ich zauber jetzt noch mal ein, erstmal, ja? Ich kann Pombeeren. Ich kann Pombeeren verschwinden lassen. Trotz Pombeerpause. Aber ich bin die Zauberin. Ihr müsst euch was Besseres einfallen lassen. Ich kann zaubern, dass ich alleine gleich im Auto sitze. Nee, kannst du nicht. Das ist so gemein, ne? Willst du, komm mal, du bist ja mein Kind, dann kannst du auch mal. Dann kann ich dir mal was beibringen fürs Leben. Abracadabra, Simsala. Immer einen halben verschwinden lassen. Meinst du, nach 3 Stunden Fahrt ist einer von uns verblödet? Ich bin's nicht. Wirklich zu dritt noch ankommen am Ende. Wieso, willst du mich aussetzen oder was? Nein, vielleicht springst du ja von alleine raus. Nee. Nee? Du vielleicht. Mami, musst du aber schnell noch übernehmen. Eine Zauberei. Noch eine Zauberei? Wir machen, dass die Luft stinkt. Ja, nein, 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 noch rein. Möchte jemand eingewiesen werden? Hast du gerade Selfie-Mode an? Nee. Wird gesagt, weiß ich auch nicht, ich möchte langsam aussteigen, auf jeden Fall. Das Gute ist, wir haben ja nur noch 2 Stunden 20. Ist einfach, kann man sich nicht mehr beschweren. Nee, ich wollte eine Naschkatze, eine heimliche sein können, ich sag euch eins, ne? Schafft euch niemals sowas wie eine Familie an. Da kannst du nicht mal heimlich naschen. Wollt ihr gespannt so einer Geschichte zu hören, hab ganz unauffällig in der Pombeerenpause mir einen Chips reingedrückt. Schon das dritte Mal übrigens. Ja, aber ich habe ja auch gerade schon erklärt, Chips isst man in Massen. Aber teilen ist wichtig. Alleine essen macht dick und das habe ich in Kampf genommen. Und mein Argument, dass man irgendwie bald seine Tage kriegt, hat auch nicht gezogen. Also wird sich hier noch alles ändern. Auf jeden Fall, der Tipp des Tages ist, nascht. Nachts, Kinder, stellt euch einen Wecker, wenn sie alle pennen, und fresst euch einfach voll. Weil diese Geierei hier macht meine Nerven nicht mit. Ich muss sie auch nervig am meisten ertragen. Und füttern muss die Belegschaft auch noch, damit sie nicht kleckern. Bei mir sind schon 2 Sachen runtergefallen. Kannst du mich bei der Bonbonfabrik rauslassen? Bei dir ist was runter. Ach, Amelie, das darfst du doch nicht immer sagen. Guck mal, deswegen brauche ich mehr Pombeeren als ihr. Damit du genug Kraft hast zum Putzen. Ja, auch. Und für mein dünn gestricktes Nervenkostüm. Mama? An einer Stelle bin ich dünn. Das ist bei meinen Nerven. Ja. Ja, die waren richtig teuer, siehst du? Deswegen muss man die auch genießen und nicht alleine. Hier, du bist uns runtergefallen. Bei mir ist auch was runtergefallen. Okay. Ich steig den gleich aus, ne? Und dann ist die Kasse nicht weg. Nein? Kommst du mit? Gut fürs Lenkrad. Da rutscht man ab, wenn man lenken will. Das ist richtig gefährlich. Nein, da rutscht man ab, ich sag's dir. Doch. Kannst du nicht die ganze Tüte klauen, hör mal. Na, hier weint auch schon jemand. Oh, nee,
wird sich jetzt auch noch heimlich an meinem Kaffee vergriffen. Ist ja nicht so, als hätte ich dir zwei Energies gekauft und noch einen Kaffee für dich gekocht. Nimmst du meinen? Ich habe auch noch 2 Stunden Fahrt. Ich auch. Nerven brauchen auch Kaffee. Ja, aber du könntest einschlafen. Nicht. Ja? Soll ich das mal machen? Ich mach das. Wenn hinter dir die ganze Zeit nach Essen, Trinken, Bespaßungsstickern und... Weißt du, ich habe ein dickes Fell. Ich halte dich verlangt wird. Noch ein Grund, warum ihr eure Chips nicht teilen solltet. Ihr hört? Amelie, wir halten jetzt an, denn die Krümel kratzen am Bein. Deswegen kommen jetzt Raststätte und werden erstmal die kratzenden Chipskrümel unter dem Bein entfernen. Rick hat uns ausgesetzt an der Raststätte. Aber... Amelie, der hat noch die Scheinwerfer angelassen. Das ist kein Fuchs, der hat uns verkackeiert. Guck mal, wie traurig die ist. Guten Morgen, hier gibt es gleich schon Frühstück. Machen wir den Vlog weiter, wir fahren nachher nämlich gleich los. Ist das meins? Nein. Achso, schade. So, wir sind jetzt im Auto. Wo fahren wir hin? Schwarzkopf. Haus auf Schwarzkopf, ich bin sehr gespannt. Freust du dich? Klar. Bis zur neuen Krise. Nein, wir fahren nicht vorbei, wir fahren hoffentlich nicht vorbei. Das finde ich aber schön, weil ich liebe Brunnen. Oh, da ist die Siegessäule. Warte, wir fahren immer näher. Ui. Der Fernsehturm. Ui. Oh, da hat jemand nicht so ganz geputzte Scheiben. Ich nehme mal den Zoom raus. Schickischnicki. Ein bisschen Berlin-Sightseeing. Wir haben hier eine richtige Sightseeing-Tour. Jetzt kommt hier noch das Brandenburger Tor. Hoppala. So, jetzt sieht man es nochmal. Perfekt. Brauchen wir gar keinen Bus. Da sind wir ja richtig nah dran. Ich fasse es ja nicht. So, wir haben mittlerweile ein Parkplatz gefunden und werden mal loslaufen. Hoffentlich. So, wir sind angekommen. Ich bin gespannt. Hast du Lust? Ja, ich freue mich auf meine kostenlose Haaranalyse. Ja, Sticker kann man hier auch machen. So schaut es hier übrigens aus. Das ist gar nicht so groß wie gedacht. Ich finde es aber mega cool. Jetzt machen wir Düfte. Warte, ich möchte jetzt hier, so funktioniert es. Eins, stelle die Flasche auf die Plattform. Auf die Plattform? Hä? Ach, auf die. Ah, hier. Und dann? Möchte auch. Wo kommt jetzt der Geruch? Ja, aus diesen Dingen. Ja, okay. Das riecht doch total gut. Hier kommt der Geruch raus. Sei doch nicht so, sag mal. Ich will hier mal das Jahr hinstellen, dann kommt hier die Geschichte, oder was? Wahnsinn. Achso, da kann man seine Silhouette auf die Bürste drücken. Das ist natürlich auch ziemlich cool. Also mein Gesicht quasi so wieder, oder was? Rote Haare. Oh, man sieht das so schwer in der Aufnahme. Guck mal, wie steht mir das? Gar nicht. So, meine hast du diese Intensität richtig hoch gemacht? Natürlich. Krass. Okay, und jetzt immer hell. So hatte ich meinen Haarunfall, so sah ich auch. Das ist schon wieder rot, ich will mal schwarz sehen. Schwarz. Ja, aber die ändert die Haarfarbe im Sekundentakt. Mach mal schwarz. Aber ich finde, es steht es rot. Soll ich mal machen? Schwarz steht mir auch. Also ich finde rot super. Ich finde schwarz nochmal. Geh mal kurz zur Seite. Mach mal schwarz. Aber die will rot. Das könntest du mit roter Glatze sein. Oh, jetzt ist wieder weg. Mach nochmal rot, Amelie. Schick. Wenn du wärst, so blond. Hier können wir das machen, ne? Was wollen wir denn? Ein Sticker? Wir testen uns mal durch. Und dann Okay. Genau, dann ja, warte, cool. Innerhalb von diesem Ding Schablon muss ich rein. Stehen. Wow, warte. Ja, okay, ich probiere es. So, ja. Und jetzt auf weiter. Bild gravieren.
Ja. Und dann kommen wir zu diesem Gerät hier. Und jetzt kommt es hier raus gleich, oder was? Mhm. Und das würde dann deine eigene Silhouette dann auf dem Sticker. Ja, cool. Achso, muss ich den erst scannen? Achso, nee, machst du schon. Guck mal, da bin ich. Ich warte, bis es auf 100 ist, dann können wir das gleich machen. So viele Produkte hier. Wir machen jetzt hier eine Haaranalyse. Also Haarlänge lang. Ne? Lang, würde ich ganz klar sagen. Haarstärke. Also Haarstärke bedeutet. Mir wurde immer gesagt fein vom Friseur. Mhm. Okay. Wie wir das meistens schätzen, ist, wenn man eine Strähne durch den Finger hast, ob du eine Dauerwelle hast. Ja, ganz schlimm. Haarunfall mit Blondierung habe ich auf jeden Fall gehabt. Alle gefärbt blondiert? Ja. Getönt, gefärbt, gesträhnt. Ja, gesträhnt auch. Gesträhnt. Okay. Art der Färbung. Ja, permanent ist aber Blondierung. Ja, genau. Okay. Das geht um Haarstyling. Also wenn du aufwachst und du hast so Bad Hair sozusagen. Was machst du um... Einen ganz schlimmen Bad Dutch. Genau. Ja, aber Sonne auf jeden Fall ja jetzt in letzter Aber nutzt Zeit. Du einen Föhn, Lockenstab? Glätteisenwändern, aber auch nicht mehr so häufig. Verwendest du auch, wenn du ein Glatteisen verwendest, Stylingprodukte wie Hitzeschutz oder Haarspray und sowas? Okay. Gehst du oft schwimmen? Nein. Nee? Also jetzt im Urlaub, aber das geht ja nicht. Also nicht auch so Salzwasser. Einmal die Woche. Hast du das jetzt als Scanner, ja? Ja. Kannst du vielleicht die Haare schon kurz eine Haarbürste? Ich halte das für ein paar Sekunden, bis es piept. Nein, das tut nicht weh. Erstmals so ein Bild von einer Strähne. Ja. Vielleicht hast du das schon mal. Oh, ist gut? Das ist sehr gut. Leicht gestresst. Leicht gestresst? Das ist wohl wahr. Es ist eigentlich verblondiert. Das ist hier das Fotostudio. Ist auch ganz nice. Wow. Licht einstellen. Oh, noch mehr nicht? Wo ist denn jetzt der Wind? Wind! Ach, jetzt ist der Ventilator an. Ich hab das Wind angemacht! Nee, das ist den Wind weg! Kann man aus dem Wind raus? Profi ist mir noch nicht geboren. Ah, wir haben uns ja noch schnell uns was zu essen geholt. Ja, Servietten und das und auf Wespen wieder da. Wundervoll. Ja, erstmal was essen und dann berichten wir nochmal. So, wie fandet ihr es im Haus auf Schwarzkopf? Ha? Man war da. Ich fand es eigentlich ganz nett. Aber es war kleiner. Ich dachte, es war halt viel, viel größer. Ja. Die Haaranalyse fand ich ganz interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass meine Haare, also ich meine, wann hatte ich denn den Haarunfall? Okay, ich habe jetzt lange nichts an meinen Haaren gefärbt mehr, ne? Aber ich denke ja manchmal, das liegt daran, dass ich vorher das Glätteisen benutzt habe. Aber ich weiß ja nicht. Aber gut, ich habe noch ein Beutelchen mit Produkten mitbekommen. Die sind wo? Ich hoffe, hinten. Ich hoffe, die sind noch dabei. Die zeige ich euch heute Abend oder so nochmal. Und was ist so unser Fazit? Mir stehen auch rote Haare und graue. Schmecker sind verschieden. Ach, vom Fotostudio habe ich da irgendwas mitgefilmt? Ja, ne? Das war auch ganz cool. Da kannst du dich stylen lassen noch. Habe ich jetzt für die Autofahrzeuge nicht genutzt. Und dann da noch ein Fotoshooting machen, aber irgendwie kann man die Bilder jetzt so nicht mitnehmen, sondern postet sie dann bei Schwarzkopf in irgendeinem Schaufenster oder so. Also wer darauf Lust hat, kann das machen. Und ansonsten, ja, einem wird alles erklärt mit der Haarstruktur und. Und, ja, was war dein Highlight? Meine Silhouette. Ja, genau. Also man hätte genau das, ich weiß gar nicht, ob wir es erwähnt hatten, man hätte diese Silhouette von sich selbst auch auf eine Bürste oder eine Seife, war das oder so, ne? Irgendwie auf eine Seife drucken können. Das fand ich super interessant.
Das fand ich echt cool. Mhm. Hätte ich fast gemacht, aber dann doch nicht. Ja, weil ich brauche zwar eine neue Bürste, aber ich wollte mir eine spezielle Bürste holen, deswegen dachte ich, macht das keinen Sinn. Ja, genau. Und jetzt fahren wir wohl nach unserem Döner wieder nach Kiel, um ready für den Flohmarkt zu sein. Ja. Der Flohmarkt-Vlog kommt dann auf unserem anderen Kanal online. Ne? Wir sind mittlerweile wieder in Kiel. Ich wollte euch einmal die Produkte zeigen, die ich mitnehmen durfte. Und zwar wurde aufgrund meiner Haaranalyse mir das die perfekte Pflege zusammengestellt von Schwarzkopf. Mal einmal hier das Shampoo. Dann gibt es dazu noch ein Conditioner. Und eine Spülung. So schaut die aus. Und zu guter Letzt, das fand ich nämlich richtig interessant, ist hier ein Produkt für die Kopfhaut, was man einfach so einmassiert. Das riecht mega geil. Ist richtig so kühlend und erfrischend. Ich habe ja manchmal so kaputte Kopfhaut, keiner weiß warum. Das ist auf jeden Fall echt gut und es riecht so geil. Das hat hier aus so einer spitze Oberfläche. Das macht man halt einfach so punkteweise rein und massiert das nach. Kann ich das auch verwenden? Das riecht gut, ne? Ja, mir wird das ja schon überall geklaut. Deswegen muss es versteckt werden. Auf jeden Fall, wir fahren jetzt gleich nach Hause. Packen Flohmarktsachen zu Ende. Wir haben gerade schon... Ja, du willst auch einmal, ne? Bitte schön. Aber pass auf. Ja, wir packen jetzt gleich unsere Flohmarktsachen. Morgen jetzt wieder auf dem Flohmarkt. Den Vlog seht ihr woanders. Mein Auto ist schon gepackt. Und eingezeichnet haben wir gerade auch noch. Jetzt holen wir die letzten Sachen noch hier von Rick und... Dann beende ich einfach mal den Vlog. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Ich fand das eine mega coole Erfahrung dort im Haus auf Schwarzkopf. Es war kleiner als gedacht. Trotzdem habe ich mich sehr gut beraten gefühlt. Ich fand es auch ganz witzig, die neuen Haarfarben zu testen. Auch die Haaranalyse fand ich ganz spannend. Und das Fotoshooting am Ende, ne? Habt ihr alles gesehen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich und sage vielen Dank fürs Zusehen.